Leute, herzlich willkommen zum heutigen Geströme. Wir machen heute zwei Dinge. Wir werden erstmal den Playthrough mit Jenny beenden. Hallo. Da fehlen uns genau zwei Level. Dieselben wie gestern, witzigerweise. Und wir werden Feed Raider 3 weiterspielen. Da bilde ich mir das ein oder ruckelt das hart? Es ruckelt? Bei dir oder? Bei mir. Natürlich bei dir. Wo sonst? Nee, woher soll ich wissen, ob es bei dir ruckelt? Ja, auch mal Hallo an meine Zuschauerleins. Hallo. Wie Marco gerade schon gesagt hat, heute tun wir der 2 Koop beenden. Ich weiß nicht, ob du zu laut bist oder nicht. Egal. Marco ist unwichtig. Das ist ja seltsam. Okay, ihr sagt, es ruckelt nicht. OBS sagt nichts dazu. Es sieht für mich nur ruckelnd aus. Aber das scheint dann ein Irrtum zu sein. Ja, genau. Du bist jetzt live, wir können also loslegen. Moment, ich muss nur mal kurz was umstellen. Marco ist immer noch ein bisschen zu laut. Bei mir. Na! Laut, Co. Brüll nicht so. Entschuldigung. So. Bock auf rumruckeln. Werden wir nochmal prüfen, ob wir online sind. Wir sind online, okay. So, yeah, OBS, Chatty, Tomb Raider. Wow. Nee. Du hast dich verguckt. Ich habe vor allem gar nichts gesehen, sondern ich habe nur gerade rüber geguckt, habe OBS und Chatty wieder angemacht und plötzlich. Okay, ich glaube, das Spiel ist ein bisschen arg laut bei mir. Kannst du nochmal schießen? Ja, vielleicht mit anderen Waffen. Ja. Wie komme ich nochmal eben zum Menü? Nicht so. So ziehe ich die Fackel. Die Select-Taste auf dem Controller. Ich habe noch 48 GB frei. Daran kann das Ruckeln auch nicht liegen. Seltsam. Naja, egal. Ja. Seltsam, Bims, dass die. Ja. Ibims Le Marcolon. Seltsam, dass die Einstellungen so anders sind heute. Ha. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Nee, Festplatte. Es hätte ja auch sein können, dass die nahezu voll ist. So, jetzt müsste es wie beim letzten Mal sein. Und alles passen. Ich habe hier nur lächerliche 16 GB. Ich habe 8 GB. Reicht aber manchmal. Du müsstest mir halt sagen, wo wir hin müssen, weil ich weiß es nicht. Ich bin tatsächlich runtergefallen. Sonst würde ich jetzt da stehen und sagen, Jenny, guck mal, hier müssen wir hin, aber ich bin runtergefallen. Also du hüpfst hier drauf, bringst da ab und hier hin. Das scheint der offizielle Weg zu sein. Okay. So. Sehen wir mal, ob ich heute wieder Skill beweise. Mega Skill-Märchen. Genau. Okay, jetzt bist du zu leise. Och, Menno. Marco kann sich nicht entscheiden, ob zu laut oder zu leise. Ich werde Elder Scrolls 6 sowas von auf der Konsole spielen. Also kein Grund aufzurüsten, das ist noch gut. Hör auf zu brüllen, Mann. Entschuldigung, ich war am Schießen, ungewollt. Ungewollt am Schießen, was? Ja, ich wusste nicht, dass hier... Ich bin einen Schritt zu weit gegangen, dann auf einer Schräge gelandet und dann habe ich einen Gegner gespawnt. Okay. Mal kurz, Omega-Lol. Habt ihr ein Waffel? Haben wir ein Waffel? Wir haben kein Waffel. Wir haben ein Waffeleisen. Nee, wir haben kein Waffeleisen. Entschuldigung. Nee, klar, stimmt. Wie kommst du darauf, dass wir ein Waffeleisen hätten? Weil ich dachte, wir hätten ein Waffeleisen, aber habe ich falsch in Erinnerung. Dafür dann die ganze Zeit die Pfoten in die Facecam halten. Ist eine Option. Wie gesagt, heute geht das mit der Cam leider nicht wirklich. Wo muss ich hin? Ich gehe einfach spät mal abspringen.
Ja, richtig. Alles gut. Marco rennt halt mal wieder einfach vor, während ich hier am Einstellen bin. Am besten hier auch nochmal speichern. Und Speichern. Nicht laden, speichern. Hier hinauf. Ich habe geträumt, dass ich bei euch war und das Waffeleisen unter Wasser gesetzt habe und es dann Elektroschocks ausgeschossen hat. Oh, okay. Ja. Wer hat das geträumt? Melli. Wir laden Melli nicht zu uns ein. Nee. Unten sind zwei Gegner jetzt gespawnt. Nee, okay. Nur einer. Aber dafür ein sehr nerviger. Zwei. Yay. Und dann gibt es theoretisch auf dem Gebäude noch ein Secret, wenn wir die Secrets von dem Level sammeln wollen. Die sind echt leicht zu sammeln. Ich weiß nicht, ob wir das wollen. Wollen wir das? Ja, eigentlich schon. Also okay. Es gibt gute Belohnung und sie sind leicht zu sammeln. Wie komme ich da hoch? Du musst hier, wo ich jetzt stehe, da so seitlich draufspringen. Seitlich draufspringen. Mit Anlauf? Ohne Anlauf und ohne Festhalten. Oh, wieso hängt denn mir jetzt die ganze Zeit dieses Grünzeug im Gesicht? Mal die Kamerataste drücken und ja. Die Kamera da irgendwie. Die wollte nicht springen. No. Lara, mach doch, was du sollst, Frau. Aber ihr habt auch 30 Kilometer von mir entfernt geownt. Wir ownen überall. Wir besitzen alles. Alles und jeden. Außer Skill. Lil. Ja, gut, wir sammeln sie nicht. Oi! Ach so, es sah nur so aus. Ich wusste nicht mehr. Wie Marco jetzt so tut, als hätte ich keinen Skill. Ich sehe halt nichts, weil die ganze dieses grüne Scheißzeug mir ins Gesicht flattert. Gil. So wird's gemacht, Leute. Scheiße. Ich bin gerade in meinen Tod gefallen, nicht wundern. Und ja, das grüne Scheißzeug hängt halt die ganze Richtung. Ja. Dann so 45 Grad und du kannst gut die Gucken-Taste benutzen und ich drück die Gucken-Taste, so, aber mir hängt die grüne Scheiße im Gesicht. Lara nach unten guckt. Ja, bringt nix. Okay. Mir hängt, wie gesagt, die grüne Scheiße im Gesicht. Warum muss die Kamera so scheiße bockig sein? Ich würde dich ja hochziehen, wenn ich könnte. Oh, willkommen. Danke. Wie nervig war denn das jetzt? So, ich muss. Oh, ich hab bei mir das hier jetzt noch gar nicht gesammelt. Was hast du gesammelt? Nicht gesammelt? Ich hab die mystische Plakette noch gar nicht gesammelt. Ah! Ich war ja gestorben. In der Mir ist gerade irgendwas geplatzt. Ah! Dieser komische. Ja, der Typ bringt hier halt rum. Hä? Der sollte für dich gar nicht spawnen. Tja. Der rennt hier rum und ist aus Jade. Moment. Müssen die sich nicht auch eigentlich verwandeln? Also, dass sie nicht mehr aus Jade sind? Ja, klar. Weil der rennt bei mir in Jade rum. Okay. Das ist ja großartig. Und bleibt zwischendrin einfach so stehen.
Das ist wohl normal im Multiplayer. Okay. Genau, du musst kein Sub sein, um dem Discord beizutreten. Was? Aber ich dachte, das wäre speziell für Subs. Menno, jetzt bin ich umsonst Sub geworden. Nee, Sub entscheidet nur, ob man cool ist oder nicht, aber dem Discord beitreten kann man trotzdem. Ah, so ist das. Nein, das war nicht ernst gemeint. Man kann sich auch einkaufen. So, wollen wir den offiziellen Weg gehen oder wollen wir diesen Sprung? Ich will diesen Sprung machen, seit mir wieder okay. Sprung geht. Du stellst dich ungefähr dahin, wo ich bin. Und du willst praktisch an die rechteste Seite dieser Plattform vor mir. Willst du dich festhalten gleich? Die also justierst du dich Seite. So, dass du ungefähr da landest. Mhm. Und okay, Leute sagen, Jenny ist leise, ich dreh dich mal kurz lauter. Und was das Wichtigste bei diesem Sprung ist, dass du dich so spät wie möglich festhältst. Also Lara berührt schon fast die Plattform, da drückst du erst festhalten. Das ist alles, was für diesen Sprung wichtig ist. Okay, ich speichere erstmal. Jetzt bist du sehr laut. Karl Mux, danke schön für den Resub. Yay. Das war zu weit rechts. Wieso will sie denn manchmal einfach nicht springen? Ha. Dann muss ich noch mal gucken, wie du ausgerichtet bist. Ja, GG, speicher das. Das war voll easy. Den Sprung fand ich mega schwierig. Okay. Aha. Ich fand den easy. Also No Loads, No Mats gehen wir extra eine Umgehungsroute, um diesen Sprung nicht machen zu müssen. Oh, okay. Lapko. Ey. So, hier halt auf die Schräge drauf. Yay. Hallo. Hallo. Und da sind wir mit beiden mystischen Plaketten bereit, weiter im Level vorzuschreiten. Die Inseln sind halt auch das Level, was ich am wenigsten kenne. Wo ich so überhaupt gar keinen Plan habe, wo ich was machen muss. Ja, ist meistens so bei Leveln, die so spät kommen. Irgendwie. So die letzten Level des Spiels hat man ja meistens am wenigsten gesehen. Und am seltensten gespielt irgendwie. Und dann sind es halt auch noch die Inseln. Das ist ja nochmal ein Sonderfall irgendwie. So, le normaler Sprüng. Normaler Sprüng? Okay. Yay. Yay. Auf zum Tor. Zum Tor, erstmal speichern. Speichern. Ja, ich speichere oft. Tomb Raider ist so ein Spiel, da könnte ich eigentlich alle 2 Minuten speichern. Das ist sehr löblich. Das ist sehr, sehr löblich. Ich muss mal kurz mein Mikro anders einstellen, damit ich nicht die ganze Zeit so schreie. So. Rena, hallöchen und hasta la vista, hallo. Hallo Mugrimagi, Max, Melli, Ebni, Mayo, Paro, Simon, Karl Mux. Ich begrüße einfach alle, weil ich jetzt nicht weiß, wen ich schon hatte und wen nicht. Hallo Marco, hallo. Hallo Tieni. Ich muss auch nochmal kurz was umstellen. Guten Tag wünsche ich. Jetzt dürfte es besser sein. Marco hatte uns schon. Omega Lil. Omega Lil. Marco hatte sie alle. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam.
Aha. Genau. Ups, ja, die Plaketten einsammeln. Erstmal Uzi-Munition einsammeln. Ach so, stimmt. Da liegt ja auch noch Munition. Munition? Niemals vergessen, die Munition? They're using welding torches. Aha. Yay. Jeder hat eine Plakette eingesetzt. Yay. Teamwork. So, und es ist der Tempel von Xian. Hier gibt es noch ein Secret. Das ist aber leichter zu erreichen als das letzte. Sagst du jetzt? Ja, ja, das ist wirklich. Jetzt kommt AOD. Marco, was hältst du uns zu AOD? Was rätst du uns zu AOD? AOD installieren. Was? Also AOD installieren. Nicht AOD installieren. Oh mein Gott, das klingt beides identisch. Ja. So, jetzt können wir zurückhüpfen schon. Seit wann sollen wir denn AOD installieren? Rätst du uns denn nicht normalerweise von ab? Ihr sollt AOD deinstallieren. AOXDDDD installieren. Ich höre einen Gegner hier rumfliegen. Ja. Der, ich weiß nicht, was er jetzt macht, ob der, weil der ist vor dem Tunneleingang geflogen. Ich weiß nicht, ob der jetzt durch den Tunnel fliegt. Nee. Okay. Ich höre nur noch, wie Marco alles wegballert. Ceruleum, ihr hattet genug AOD. AOD mit Füßen. Ja, hattet ihr ja auch. Yay. Yay. Du wolltest Tipps von Marco zu deinem AOD-Playthrough. Was? Ich glaube, allgemeine AOD-Tipps kann ich gar nicht geben. Nicht spielen, würde er wahrscheinlich sagen. Ja. Oh nein! Ich weiß nicht, sind die... Okay, die sind wahrscheinlich gesynkt, die Blöcke. Also ich hatte keine Kugel, also ich... Beziehungsweise sie sind einfach dir hinterher gerollt. Ah, okay, verstehe. Meine Kugeln rollen dir hinterher, Marco. Da! So, diese... Wie heißt denn sowas? Seilbahn? Seilbahn, genau. Bei dieser Seilbahn musst du dich auf der Brücke fallen lassen. Okay. Weil sonst macht's Klatsch gegen die Wand. Yay! Yay! Ich zücke mal meinen Granatwerfer. Wir haben so viele. Du machst wieder lustige Bewegungen. Das ist nicht der Granatwerfer. Ich hab gar keinen in dem Playthrough. Oh Gott, oh Gott. Don't kill me. Gott, stimmt. Wir hatten keinen Granatwerfer gesammelt. Ich hab einen. Ja, ich nicht. Warum hast du den Granatwerfer nicht gesammelt? Weil ich den übersehen habe in Undeck. Ah, okay, dann nehme ich den Granatwerfer. Ja, zück schon mal raus, weil die beiden werden jetzt, wenn ich den Hebel ziehe, zum Leben erweckt. Lad doch mal schneller nach, Frau. Yay, dankeschön. Yay. Hallo, Aisu. Hallo. Und hallo, Carsten. Bibi, Aisu. Oh. Ja, heute wieder in Full HD. Ich hab mich drum gekümmert. Keine Ahnung, was da sich umgestellt hat. Wohin muss ich hier? Also einfach rüberrollen oder festhalten. Festhalten, genau. Aktion festhalten. Lara hält sich dann automatisch an der Leiter fest. Die kletterst du natürlich hoch. Ich bin so froh, dass wir hier keine Ausdaueranzeige haben, wie bei Zelda. Oder bei AOD. Oder bei AOD. Ja, stimmt. Das hatte ja auch eine Ausdaueranzeige. Du machst gleich Feed Raider 3 noch weiter, stimmt? Genau. Meinst du kommst da heute durch? Ja, auf jeden Fall.
Wuhu. Würde mich zumindest sehr wundern, wenn nicht. Also dann wäre da irgendwas im Argen. Wie der ASMR-Level, wo du einfach nur ins Ohr geflüstert bekommst die ganze Zeit. Feed Raider ohne Cam ist doch mit Händen gespielt. Gut, ja, wie gesagt, ich habe irgendwie meine Cam eben nicht zum Laufen bekommen. Aber in dem Fall müsste ich es halt auf einen anderen Zeitpunkt verschieben, dass wir Feed Raider weiterspielen. So, genau, hier hinauf. Was machst du dann, wenn die Kamera nicht funktioniert? Da habe ich jetzt keinen Plan gemacht. Ich denke, dann wird das heute wohl ein kurzer Strim. Strim! du könntest auch No Loads, No Mats machen. Marco hasst mich gerade. Ich spüre den Hass. Er ist real. Nein, geh weg, Hass. Lass mich in Ruhe. Ah! genau, dieses Mal bei der Seilrutsche kannst du einfach gedrückt halten, also dich festhalten. Dieses Mal ist die Wand geöffnet. Die Wand ist offen. Die Wand ist offen. Yay, da fliegt Jenny zu uns. Oh, da bin ich weg. muss ich raus? Genau, speicher vielleicht vorher. Weiß nicht, wann du das letzte Mal gespeichert hast, aber weiß ich auch nicht man mehr. Stirbt in dem Raum schnell mal. Ba, 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 ba. Wohin, 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 wohin? Auf diese Block. Diese, Gegner. Gegner, nein. Gegner! Hallo, bye bye. Ich bin lieb, ich begrüße noch jeden Gegner. Und sag tschüss, wenn er stirbt. Yay. Manchmal sage ich auch danke, wenn er stirbt. Danke. Rückwärts springen oder was mache ich hier? Du halt hochziehen und dann einfach springen drücken. Ja, rückwärts springen halt. Eigentlich schiebt man den Block. Ich weiß aber nicht wofür, weil der Block steht ja genau so da, dass man die Kante greifen kann. Genau, jetzt können wir eigentlich wieder runter. Der Hebel, den ich gezogen habe, müsste auch für dich gelten. Okay. Hätte eigentlich gar nicht hochgemusst. Hier müsste jetzt ein Boden sein, wenn man sich hier runter lässt und runterguckt. Ja. Okay. Yay. Ich überlasse dir mal den Hebel. Oh oh. Oh, das ist die coole Szene, wo man einfach mit dem Kopfsprung da reinspringt. Genau. Genau die. Wozu mir der Skill fehlen wird. Ich würde volle Kanne in die Lava üben. Das ist einfach nur ein Kopfsprung. Ja, du musst mir gleich nochmal sagen, wie Kopfsprung ging. Achso, okay. Ich hatte nur noch mal gespeichert zur Sicherheit. okay. Jetzt erklär mir. Genau, das ganze Spiel erstmal wieder von vorn, um hochzukommen. Ach, du musst da wieder hoch. Ja, wir müssen den von oben machen. Da unten, das Ding ist ziemlich weit weg. Wir brauchen den High Ground. Kick Ground. Ah,
Also im Prinzip machst du einen ganz normalen Sprung mit Anlauf, aber drückst dann halt gehen, wenn du abspringst, aha, zusätzlich. Okay. Ich will nochmal speichern. Ist besser. Do it. Speichern und gehen war okay. Wie hast du das denn gemacht, Marco? Was meinst du? Sie wollte nicht springen. Und gut, dass ich gespeichert habe. Ja, super. In der Luft ballern. Lara kann in der Luft schießen. Und Kopfsprung. Der sah aber nice aus. Kopfsprung kann sie nicht starten, wenn sie Waffen draußen hat. Aber sie kann dann in der Luft die Waffen rausziehen. Ich meine, in der Luft schießen ist jetzt nichts Neues. Aber auch bei einem Kopfsprung kann man die Waffen danach ziehen. Im Hintergrund ist offenbar bei mir wieder so ein Programm. Und als ich Laufen-Taste gedrückt habe, ist das wieder mal irgendwie auf und zu und auf und zu, auf und zu gegangen. Ja, nice. Hat mich ein bisschen abgelenkt. So. Wir öffneten eine... Oh Gott, nein, das wollte ich nicht. So wie in so Online-Spielen, wo du dann plötzlich ganz oft W in den Chat schreibst. So, die Klingen muss ich ausschalten. Und jetzt musst du halt bei dir gucken, ob die Klingen noch schlagen. Ja. Und dann musst du den Hebel auch drücken. Nicht mit... Oh Gott, ja, tot. Ich habe diesen Hebel hier ewig nicht gesehen und wir hatten mehrere Playthroughs, teilweise noch mit dem Randomizer, wo ich dann durch diese Klingen gelaufen bin. Ja, ich weiß es. Und ich habe mich immer gefragt, warum macht er die nicht aus? Ich wusste nicht, dass die ausgehen. Und als ich dann wusste, die gehen irgendwo aus, wusste ich nicht, ja, wo soll denn dieser Hebel sein? Bestimmt mega der Umweg, das lasse ich mal. Nee, ich habe mich jedes Mal gefragt, warum macht er die nicht aus? Ist das schneller? Nee, also ja, natürlich ist es theoretisch schneller, aber der Medipack-Verbrauch. Der Medipack-Verbrauch. Ja gut, wir sind natürlich jetzt nicht mehr gesynkt, nachdem ich laden musste. Würde ich behaupten. Okay, wir müssen jetzt da oben drauf. Genau. Wie soll denn das funktionieren? Ich kann Pia und Thea nicht killen. Alle Gegenheit. Was kapierst du nicht? Ich hab nur gerade was gelesen, was Melly geschrieben hatte. Ja, so kann man das formulieren. Ich glaube einfach, immer wenn sein Leben unter einen bestimmten Wert fällt, das von Pierre, wird es halt wieder hochgesetzt. Oh, dieser Raum, ich kenne ihn irgendwoher. War das nicht ein böser Raum? Ja. Oh Gott. Oh Gott, ja, ich kenne diesen Raum. Ich sollte vielleicht mal andere Waffen als Pistolen ausrüsten. Vielleicht die 2086 Uzi-Schuss mal benutzen. Ja, das klingt sinnvoll. Ich überlasse dir mal die Ehre, weil ich gerade die stärkere Waffe in der Hand habe. Den Hebel zu ziehen. Wieder abgeht. Wie viele sind denn das? Was ist das für ein Männerauflauf hier? So, das waren diese vier. Und sobald wir jetzt hier drauf treten, werden noch Statuen dazu kommen. Ich nehme die hinter dir. Ich halte dir den Rücken frei. Ah, das funktioniert nicht so gut. Oh Gott. Wieso rennen die jetzt alle zu dir? Wieso sind die weggespawnt? Speichern. Oh Gott. Was für Bösewichte. Viele Bösewichte vor allem. Ich halte dir den Rücken frei. Marco wird von hinten angegriffen. Ja, weil die sich teleportiert haben.
Ja, ich weiß. Das, Voll die unfairen Moops hier. Moop. Moop. Oh Gott, da ist ja noch einer. Den musst du kurz machen, weil ich hab grad rausgetappt. Okay. Da bin ich wieder. Willkommen zurück. Ich dachte so, oh ja, alle Gegner besiegen, ich kann kurz raustappen. Ich werde geschwind zwei Hebels umlegen. Ebel, Schebel. Und ich muss auf die Automatik wechseln. Alle anderen Waffen sind leer. Ich würde dir gern Muni geben. Ich hab genug übrig. So. Ich meine, hier liegt ja auch noch Shotgun-Muni. Ne? Die habe ich. Ich habe nur 1981 Uzi-Muni. Muss man durch mein Inventar gehen. 66 Shotgun-Schuss, 1480 Automatikpistols, 1939 Uzi und 826 M16 und 31 Granaten. Ja, dann weiß ich jetzt, warum ich so wenig Munition habe. Jenny hortet so, die brauchen wir später noch. Ich nehme nur die Pistolen. Ja. Auf den Gegner schieße ich mal nicht, muss Pistolen-Munition sparen. Die brauchen wir später noch. Zwei Bösewichte. Wieso rennen die nur dir hinterher? Ich meine, okay, aber warum? Damit du Medipacks sparen kannst. Und Muni. Nein, ich habe ja draußen drauf geballert. Ja, ja, würde ich jetzt auch sagen. Nee, ich hab's ja gesehen. Hallo. Hallo. Das hier ist die maximale Gammelleiter. Ich erinnere mich an die Szene, wo du die nicht gekillt hast und immer versucht hast, da hochzuklettern, obwohl dir die Horde hinterhergerannt ist und die dich irgendwie ab hier noch abspießen konnten. Ja, das werde ich nie wieder tun. Man muss die echt killen. So, hier brauchst du dann so einen, von meiner Höhe müsste richtig sein, so einen Sprung rückwärts, wo du dich in der Luft drehst und dann festhältst. Wie ging drehen nochmal? So, okay. Oh, nice. Nice, nice, nice. Und ab der roten Marke halt nochmal denselben Scheiß. Denselben Scheiß. Ich weiß gerade nicht, welche Lara meine ist. Klett, mach du erstmal. Ich meine es gerade ruhig. Ja, meine auch. Jetzt nicht mehr. Okay. Das Geilste. Das war eins zu niedrig. Das Geilste ist übrigens, dass ich einfach stehen geblieben bin und so machen, ja, hier, ich weiß nicht, welche meine die Lara ist. Mach du mal und du einfach auch stehen bleibst. Weil ich dachte, ich wäre am Ziel angekommen, aber meine Lara war zu niedrig. Ich habe früher halt wirklich nichts anderes außer Laras Pistolen genommen, weil ich Waffen mit Munition als Vierjägerstöpsel Mist fand. Yay. Was müssen wir hier machen? Das ist so eine Schräge, bei der musst du einfach immer abspringen und dann in der Luft ein bisschen nach links steuern. Abspringen. Bis du auf Boden bist. Ey, der Bösbub scheucht mich gleich wieder runter. Nicht aha, Lara. Nicht aha. Aha. Der Bösbub. Der böse Bubi. Runter. Der böselige Bub. So. Ja. Darüber hüpfen. Und wir holen uns das letzte Secret des Spiels. Erstmal speichern. Ja, das ist immer gut. Immer wichtig. Ach,
Aber jetzt mal ganz ehrlich, Marco, bei Doppelberge musst du doch auch an Brüste denken. Marco ist gestorben, als ich ihr von Brüsten erzählt habe. So, einfach hier drauf springen und dann nichts tun. Lara übernimmt den Rest. Hier geht es zu Lösekret. Willst du angeben oder warum gehst du den Weg? Was? Wieso ist es so scheiße dunkel? Also, wenn es einen besseren Weg gibt, dann kenne ich ihn nicht. Den Marco Weg will immer gestern, nur angeben. Den Weg bin ich gestern mit Sakura auch gegangen und sonst auch immer. Ich kenne nur diesen Weg. Eigentlich springt man rüber und dann zurück. Hä? Du hast mir nicht geantwortet auf die Sache mit den Brüsten. Das ist richtig, ja. Ja. Doppelberge sind für mich Brüste. Und der Stall der Doppelberge klingt für mich einfach wie ein BH. Wir werden jetzt einen Sprung mit Anlauf und dann einfach festhalten und hochziehen und rückwärts. Marco, so, wir müssen anständig sein in meinem Stream. Ich bin professionell. Sagte sie, während sie sich in Lava das Genick brach. Ja, aber ich habe ja auch nur Marco zitiert. Ja, das ist richtig. Schlong ist kein Gemüse. Während du das gesagt hast, klang es einfach nur, als würdest du pinkeln. Ich habe mir nur Getränk eingeschüttet. Marco ist eigentlich vom Klo am Stream. Jetzt wisst ihr es. Jetzt ist das große Geheimnis gelüftet. Yay, oh oh. Speichern? Schlong ist kein Gemüse. Stroller, Stroller, Stroller. Das hat er gerade live probiert, als er im Klo in seinen Schlong gebissen hat. Ja. Dann geht jetzt los ans Geballer, ans freudige Geballer. Sehr viel Geballer, Baller, Baller, Ball, Ball. Das ist normal, hallo? Dass diese Dinger da sich nicht bewegen, nicht anders werden? Ja, okay. Das ist normal. Also bisher wurde nur einer feindlich. Ich glaube, jetzt erwecke ich zwei zum Leben. M16 ist für die nicht gut, würde ich behaupten. Wenn man stehen bleiben kann, schon. Ja, wenn man stehen bleiben kann. Und wenn nicht, dann ist die M16 nie gut. Habe ich gerade auch gemerkt. Wo gehst du hin? Wo bist du? Hier drin. Ach, das bist du. Makulein. Makulein, erstmal mit den Utis abballern. Nein. Aha, sagt Lara, der gefällt das. Hör auf die Leiche zu schießen. Aha, 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 I like it, aha. So, ich sag's mal, wie es ist. Beim Bosskampf gleich wirst wahrscheinlich du den meisten Schaden machen müssen. Okay. Ah, wobei, ich habe jetzt 320 OC-Clips wieder gesammelt. Aha. 480 sogar. 480 sogar. 480. Dreimal die 6. Was? Diese Telefonnummer kenne ich nicht.
Ich auch nicht. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Boah, das Spiel ist ja voll unrealistisch, als ob ein Mensch einen Shotgun-Schuss aus nächster Nähe überlebt. Vier, bitte. Die ging halt ins Bein. Was soll er machen? So, speichern. Wir werden jetzt den Boss triggern. Und wenn der umfällt, musst du ganz schnell zu dem Dolch rennen und Aktion spammen. Du kennst es ja. Okay. Dagegen laufen, Aktion spammen. Aber das muss halt jeder Spieler machen. Oh, sonst musst du ihn nochmal bekämpfen. Okay. Ups. Nicht so nah ran. Okay. Ich bin tot. Ich brenne und bin tot. Dementsprechend. Ja, ich auch. Ja. Ab ins Wasser! Ich lebe noch. Gut, dann müssen wir jetzt unsynchronisiert gegen den Drachen kämpfen. Jetzt bin ich tot. Also. Da bin ich. Hallo. Yay. Wieso ist das bei dir immer so leicht, wenn du allein streamst? Dann rennst du dahin, du ballerst den ab und tot ist er. Ja, ich brenne wieder. Keine Ahnung, wie man den besiegen soll. Mir hat sich gerade ein Programm in den Vordergrund geschoben. Das wollte ich nicht. Okay. Ich heile mich gerade einfach nur gegen, weil ich muss gleich ins Wasser springen. Oh Gott. Der steht nicht wieder auf, wenn man das nicht zieht, oder? Doch. Oh, alles umsonst. Oh. Oh Gott, ist das ein Vieh. Okay, ich hab's. Nice. Die Katzin ist ein bisschen laut. Wünsch mir Glück. Ach, du bist noch nicht durch. Nee, natürlich nicht. Oh Gott, was tue ich? Ich renne. Du rennst und lässt dich nicht erschlagen. Wohin renne ich denn? Da, wo wir herkamen? Es hat sich eine Tür geöffnet. Ja. Die muss auf der anderen Seite sein. Ja, okay. Aber wir sind dann ja nicht mehr synchron. Ist egal, danach ist eh Levelende. Ja, aber dann ist doch aber Dingens. Oh Gott. Es wird ein bisschen dauern, bis ich den bekämpft habe. Ich wurde erschlagen. Okay, ich wurde erschlagen. Du wurdest erschlagen. Ich weiß halt nicht mal, wie ich dem ausweichen soll. Ich habe hier einen halben Drachen übrigens, ne? Der ist nur halb vorhanden. Dann nimm dir von dem halben Drachen den Dolch auf der anderen Seite. Oh Gott, ja, wenn ich mal dran käme. Ich komme nicht dran. Ich hab dann nichts, was ich aktivieren kann. Wie dämlich ist das denn? Ich muss ihn für mich extra selbst triggern, oder was? Anscheinend. Die Tür ist aber offen. Ich renne jetzt einfach. Also wenn die Tür offen ist, renn. Ich wurde gerade weggeworfen. Durch irgendwas. Hä? Was geschieht hier? Nicht. Habe nicht das Gefühl, dass ich den besiegen kann. Die Tür ist offen bei mir. Kannst du nicht einfach rennen?
Muss ich mal gucken. Ich wurde von irgendwas gerade weggeschleudert. Ich wurde halt auch gerade weggeschleudert. Nee, bei mir ist die Tür leider zu. Okay, ich bin jetzt in Laras Home. Das heißt, wir sind jetzt asynchron. Naja, nicht wenn du jetzt wartest. Na, die Cutscene läuft schon. Ja, und wenn du danach wartest, okay, dann wäre alles in Ordnung. Dann warte ich jetzt im Inventory. Hoffe, das reicht. Oh, erstmal chillen, Nuggets chillen, während Marco noch gegen den Drachen kämpft. Oh, ich hab den Dolch. Werde speichern und so schnell wie möglich hier rauslaufen. Aber werde ich denn nicht zurückgesetzt? Hatten wir da nicht das Problem, dass mir das Spiel abstürzt, wenn du jetzt hinterherkommst? Nee. Okay. Nee. Ich finde das gut, wie ich das immer so begründe und alles. Ich finde es gut, wie hier alles zusammenbricht bei mir gerade. So, ich bin im Bett. Ich komme mal zu dir. Komm zu dir ins Bett. Null XDDD. Hallo. Oh. Hallo. Oh, zwei Lachas im Bademantel. Im Buddy. Buddy-Mantel. Buddy-Mantel. So, und jetzt hatte ich gestern mit Sakura das Problem, dass dieses Level nie aufgehört hat, weil der letzte Gegner nie gespawnt ist. Okay, seltsam. Wir haben die Theorie, dass alle Gegner vielleicht vom selben Spieler erschossen werden müssen. Oh, Winston, hör auf zu purzen, während hier die Gegner sind. Daher würde ich jetzt vorschlagen, dass du die Gegner schießt und nicht dir leuchte oder so. Oh. Marco, zeig mir seinen Leuchtstab. Schön, dass ich mich durch die Wand glitschen konnte zum Aufheben. Bösewicht, ich werf mit Fackeln nach dir. Ich werf mit Fackeln nach dir. Da wird er aber Angst bekommen. Wir haben echt eine schöne Arbeitsteilung, weil ich bin, glaube ich, der, den die Gegner anschießen. Nee, ich bin gleich tot, weil sie mir halt mich anschießen. Ja. Schöne Arbeitsteilung. Irgendwie mag ich das Outfit. Kann man nicht einfach jedes Level mit diesem Outfit spielen? Ich glaube leider nicht. Vorne raus oder können wir hinten raus? Wir können generell überall lang. Vor das Haus müssen wir aber in jedem Fall, weil da werden Gegner sein. Es ist zu dunkel, ich sehe nichts. Ja, Licht kommt. Licht, Co. Sei mein Licht in der Dunkelheit. So romantisch. 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 Schön machst du das. Der hier hat auch noch ein Medipack. Ja, ich bin dabei. Ramon. Ramon. Der Tisch. Ramon, der Tisch. Nein, er fliegt. Warum? Und? Ja, der schießwütige Gnome macht mir gerade mehr Sorgen. Hunde sind immer gefährlicher, weil sie dein Leben schneller auf Null bringen. Mit? Ja. Was?
Jenny guckt gerade wie diese Skulptur von einem Fisch. Was? Schön, wo sind die nächsten Besen? Besen. Die nächsten Besen? Die nächsten Besen. Besesini. Dann folgen Sie mir mal. Wir müssen zum Hindernisparcours. Oh, hier ist einer. Bösewicht, Hilfe. Zum Hindernparcours. Oh, der Hund. Oh Gott. Der hört auf den Toten zu ballern. Okay. Bösewicht. Mit Baseball schlagen. So, einmal noch am Hindernisparcours vorbei. Und dann müssen wir halt gucken, ob bei uns der letzte Gegner spawnt oder ob der jetzt auch nicht spawnt. Weil das ist ja bisher nur eine Theorie, woran es liegen könnte. Hm. Theoretisch tötet man halt 17 Gegner und der 18. ist dann dieser fette Endboss. Aber du hattest in dem Level noch keinen getötet, oder? Nee. Okay. Deshalb ja. Das ist der Grund. Ich hab da aber gerade jemanden gehört. Ja, boah, hier ist er! Tschüss, oh go! Er ist gespawnt. Ich hänge okay. fest. Ich sehe ihn nicht. Marco, so, ich mach dir Licht, ja, und dann kommt der fette Boss und macht die Sehen einfach nicht mehr, weil er weggerannt ist. Ich bin in den Credits. Was? Ich weiß nicht. Ich hab auf den nicht geschossen. Jetzt bin ich auch in den Credits. Das war komisch. Leute, wir haben zu zweit durchgespielt. Wir haben Tomb Raider 2 zu zweit durchgespielt. Yay. Yeah. Also praktisch Tomb Raider 4. Und jetzt erstmal Party bei der Reddit-Musik. Theorie bewiesen, ja, ich würde schon sagen. Nein, wir haben nicht das Gegenteil getestet, ne? Naja, und das Gegenteil habe ich gestern mit Sakura gesehen. Da ist dieser 18. Gegner halt einfach nie gespawnt. Ja, okay. Ich gestehe, das könnte darauf hinweisen, dass die Theorie getestet wurde. Schon. La, 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 la. Was hast du bei gereiste Entfernung gleich? Ich bin noch in den Reddit. Ja, yeah, ja. The End. Muss ich was drücken? Geistige Entfernung, natürlich. Geistige Umnachtung. Das sowieso. 41,57 Kilometer. Ich hab 60. Weil ich nie stillhalten kann. Ja, Mann. Das ist krass, wie viel das ausmacht. Ich hatte gestern halt, ich glaube, ich hatte 10 Kilometer gestern mehr als du, aber 20 Kilometer mehr als du einfach. Bitte. Was hast du an Health Packs used? Health Packs used habe ich 33. Du? 24,5. Wie viele Kills hast du? 1171. 1098 haben wir fast gleich. Ich habe mehr gekillt als du. Und weniger Health Packs gebraucht, ja? Muss ich gerade mal sagen. Was war das jetzt für ein Lachen am Ende? Bist du bei Eckhart in die Lehre gegangen, in die Lachlehre? ...1098 Gegner in Tomb Raider 2, als ob es so viele Gegner da gibt. Das wirkt aber richtig. Du tötest ja locker 100 Leute allein in Venedig. Es sind ja 20 Level und meisten haben echt viele Gegner.
Sie müssten im Durchschnitt dann 50 pro Level sein und ich glaube, das passt. So, jetzt müssen wir noch reden, was Marco jetzt macht. Weil nach einer Stunde kann er ja noch nicht aufhören. Ja, leise vor sich hin beppert. Ich finde, wir sollten den Chat abstimmen lassen, was Marco jetzt noch machen soll. Ob No Loads, No Mats oder irgendwas anderes. Irgendwas anderes finde ich übrigens eine gute Abstimm-Option. Wir machen das. Wir machen Feed Raider. Wir machen Tier 3 Feed Raider ohne Fußcam. Ist doch kacke. Oder wir machen. Okay, ist ohne, ist kacke. Ja, ohne Kiff. Dann könnt ihr abstimmen zwischen Tomb Raider 2, No Loads, No Mats. Und das war's. Lass doch den Chat vorschlagen. Ich verabschiede mich schon mal und sage Dankeschön. Ich hatte sehr viel Spaß. Ja, das auf jeden Fall. Es war ein sehr erquicklicher Playthrough. Es war ein Genuss. Ein Genuss. Auf jeden Fall. Ja, ich beende meinen Stream für heute. Ich habe ja vorhin schon Zelda gespielt. Und ja. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß. Ich sehe mich wahrscheinlich gleich bei dir im Chat. Ich sehe mich gleich bei dir im Chat. Ich bei mir im Chat. Ja, passt doch. Klingt nur irgendwie komisch. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss. Was wir anders gemacht haben, wir haben einfach. Ja, dann sage ich wie gesagt Tschüss. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag, einen schönen Ostertag. Und morgen noch einen schönen Ostermontag. Ich weiß noch nicht, ob ich Mittag streame. Ah, Vampire Survivors? Wäre schon geil, morgen nochmal so ein bisschen Vampire Survivors zu spielen. Ich entscheide spontan. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Und ja, bis dann. Tschüss.